Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Raiders of Icarus hier bei Explorer RP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind auf dem Weg zur Trauerfestung, den letzten Dungeon, den wir in der Solo-Geschichte machen. Haben jetzt quasi, denke ich mal, alle Queste durch. Ich bin mal gespannt, ob da jetzt noch ein Quest-Hub kommt. Jetzt für den Dungeon speziell. Müsste ja eigentlich. Wo sollen wir hin? Zu sehen, finde Barrent. Okay, da oben ist er. Hier hoch? Oder nicht? Kann man da hochfliegen? Kann man. Wo ist er denn, der Barrent? Da hoch? Kein Schwein hier, was ist los? Da ist ein Eingang. Die Tore sind auf. Tag der offenen Tür hier, ne? Trauerfestung. Transportschrein, das ist schon mal sehr nice. Okay. Ich habe Angst. Was, nur eine einzige Quest? Ein bisschen. Okay, ihr seid hier und gerade rechtzeitig. Wir müssen eine Prinzessin retten. Ja, das haben wir ja schon öfters gemacht. Stürme die Festung und rette Lania. 1 Million, ja, knapp 2 Millionen. Ah, oha, okay. Dungeon. Herz der Legion. Besieger. Ich hoffe, die kommen jetzt in der Geschichte auch machen. Ich denke eher nicht. Ja, ich lese jetzt nicht alles vor. Er ist jetzt heroisch. Okay, die brauchen wir jetzt mal nicht annehmen. Gut, Kinders, dann. 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 Da ist er. Geh mal rein. In die Höhle des Löwen. Mal sehen, wie lange wir brauchen, um da durchzukommen. Da sind wir. Besiegt Talos vor der Riesenstatue. Wieso ist ein Barrent jetzt hier drin? Hey. Machen wir mal einen Screenshot. Zack. Und du gehst bitte in den. Wir müssen Talos, den Teufel, auf der oberen Ebene töten, ja? Wir müssen aber auch hier die töten. Stufe 50. Okay. Okay. Hilft er uns? Dann schauen wir mal, was die Kollegen hier drauf haben. Okay, der war ja Pussy. Der gibt 3000 Erfahrungspunkte. Können wir drin reiten? Nein!
Mikrofon nicht sehen. Bändige nicht möglich, schade. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Hilft er uns jetzt oder hilft er uns nicht? Okay. Kommt wieder diese hyperaktive Musik. Da ist Rot Dawn Ta. Wir müssen aber hier nehmen. Ich würde sagen, wir clearen erstmal außenrum alles. Weil wir es können. Okay, er hilft. Das ist ja sehr nett freundlich von ihm. Wir machen erstmal den äußeren Ring, dann kümmern wir uns um den inneren Ring hier und dann um den Boss, der da gerade angeschissen kommt. Stan, wieso habe ich denn jetzt Aggro vom Boss? Hallo? Drecksacksau. War ich jetzt mental gar nicht drauf vorbereitet, möchte ich mal so betonen. Heiltrank, Heiltrank! I'll be back. Help me look for the gate controls. They should be in some corner of the upper level. 100 Gold erbeuten, ja. Wo sind sie nur, die 100 Gold? Wo sind sie? Killen erstmal hier alles. Ich weiß nicht, ob die hier später noch auftauchen, die Kollegen. Wie viel brauchen wir von denen noch? Oh, doch noch. Wie kann man... So. Achso. Okay, die Gegner sind in dem Modus zumindest keine Herausforderung. Von dem brauchen wir dann auch nur noch einen.
müsste das jetzt erledigt sein. Wo ist er denn jetzt hin? Müssen wir was? Hier durch? Ist die ganzen Seitengänge noch clear? Okay, dann hauen wir uns aber vorher noch ein Hühnchen im Kopf hier, damit wir das auch mal loswerden. Kann im Kampf... Ich bin nicht im Kampf. Ich bin im Kampf. Sechs Stück noch. Kann ich jetzt mein Hühnchen essen? Ich bin nicht im Kampf. Tut unser kleiner Freund eigentlich irgendwas? Okay, wir müssen jetzt hier runter. Ein Rädchen drehen, okay. Was? Was? Das war's. Drüben auch noch Rädchen drehen. Okay. Da haben wir ja aber echte Arbeit, du. Tor ist nun offen, reitet einen Gefährten, um die untere Ebene zu erreichen. Aufsitzen, dass diese... Ich kann ja nicht reiten. Gut, dann schwimmen wir mal weiter. Was ist denn mit den anderen Gängen hier? Können wir da noch ein bisschen killen hier? Wo kommt der her? Irgendwas verpasst. Da können wir auch noch rein. Machen wir das. Okay, die Zwerge hier brauchen wir wohl nicht mehr. Was
ist jetzt hier unten. Die brauchen wir noch. Aber das Rädchen müssen wir nicht mehr drehen. Okay. Abschließen. Können wir nicht eigentlich schon wieder eine Truhe öffnen hier? Ja. Super. Danke. Der hat mir noch gefehlt. Hier, da braucht man von denen noch 5 Stück. Ich weiß nicht, ob die da, wenn wir jetzt in der Mitte sind, ob die da noch kommen. Deswegen... Kollege, ey. Miets. Lebt noch. Müssen wir von denen eigentlich irgendwas looten oder? Da geht's nicht weiter. Ah, hier geht's noch runter, okay. Gut, die brauchen wir auch nicht mehr. Den brauche ich nur noch. Ein Räuber. Einen Räuber. Modus. Gut, wir brauchen 3 Unterweltsoldaten, 3 unsterbliche Räuber. Tilim. Die brauchen wir auch nicht mehr. Dann komm, dann gehen wir mal in die Mitte. Was? Okay. Kann der da verfehlen? Sag mir das. Was ist das? Okay, euch brauchen wir nicht. Das ist bestimmt da hoch, oder? Ja.
Die Pfeile sagen, geh da hoch. Da sind auch noch Räuber, okay. Baron wartet auch hier. Wir haben aber erst die zwei Kollegen hier. Da kommen wir noch nicht durch. Müssen wir jetzt hier rum? Der Pfeil sagt ja. Was? Ein Unsterblicher. Von dem müssen wir auch noch 10 Stück. Also. Hallo? Was ist denn hier los? Nest oder was? Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Wir sind bei 22 Minuten. Sonst wird die Datenmenge vom Video auch zu groß. Dann kriege ich ja niemals bei YouTube hochgeladen. Ich danke dir fürs Zuschauen und wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst. Und sage tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.